Ahoi, meine lieben Freunde, hier sind wir wieder zu Assassin's Creed 2. Ja, es ist schon eine ganze Weile wieder vergangen seit der letzten Aufnahmesession, deswegen muss ich hier erst einmal ein bisschen mich wieder in die Steuerung reinfitzeln. Banken, ja, das, was eine Bank ist, das weiß ich. Ich wollte eigentlich auf die Karte gucken. Euch fällt vielleicht was auf, ich habe hier noch einen Aussichtspunkt gerade eben eingenommen. Das war nicht mit auf den auf dem Video mit drauf. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Das ist ja jetzt, da geht die Welt nicht unter, würde ich sagen. Ich würde ganz gern die nächste Mission hier annehmen und dann ist das, wäre das dann auch schon, glaube ich, die letzte. Genau. Ich weiß die Namen schon leider gar nicht mehr von den Übeltätern, die wir zur Strecke bringen müssen. Von denen wir auch schon zwei zur Strecke gebracht haben. Aber, oh, ich wollte mal ein was noch ändern. Ich habe gerade irgendwie gesehen, das habe ich relativ leise gelassen, weil das ist dann eher so im Kampf geschehen. Da hat man mich sonst immer sehr schlecht gehört im Spiel. Und das restliche, das habe ich relativ leise gelassen. Das ist okay so, denk ich mal. Ich spiele hier noch viel rum mit der Stimme. Gerade weil die normale Musik relativ leise ist. Wenn dann hier irgendwelche Leute zwischendurch reden, das ist dann wieder ein bisschen lauter. Und dann das Kampfgeschehen, das ist dann so übertrieben laut, dass man mich da gar nicht gehört hat in den ersten Teilen. Also muss ich mal schauen, immer mal ein bisschen schauen, was ich hier so für Einstellungen drin hatte. Und wie ich die verändere. Von der Lautstärke natürlich. Wundert euch nicht, dass ich hier so ein bisschen schmatze. Ich habe gerade noch ein Bonbon irgendwie vorbereitet, sage ich mal. So, der nächste Auftrag. Wollen wir doch mal sehen. Salvezio. Antonio Maffei hat sich auf dem höchsten Bau der Stadt verkrochen. Und schießt mit Bibelworten und Pfeilen. Der Mann hat offensichtlich den Verstand verloren. Außerdem hat er Bogenschützen um sich herum postiert. Die solltet ihr erledigen, bevor ihr euch nähert. Vielen Dank für den Hinweis. Attentat auf Antonio Maffei auf der Spitze eines Turms in San Gimignano. Gnano, so ähnlich. Ja, gut. Lassen wir das. Da hier ist er irgendwo. Das ist schön, da kann ich mich hier überall so ein bisschen langhangeln. Da ist auch schon der erste Bogenschütze. Ich glaube, ich werde hier einfach hochspringen und den dann einfach mal mit in den Abgrund ziehen. Ich werde es zumindest versuchen. So, mein lieber Freund, komm mal. Ah, nein, komm mal her. Komm. Hast du überhaupt nichts gesagt? Alles gut. Oh, da ist einer. Der darf mich jetzt nicht sehen. Oh, der hält hier so seine Wutansprache. Darüber vielleicht? Zugetogen. Oh, das habe ich jetzt gar nicht gesehen. Ja, Ezio, dann geh mal bitte nach links. Das, gut, okay, so viel dazu. Die habe ich, da habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Ich habe eher so auf den geguckt. Sehr gut. Ja. Dann komme ich jetzt hier gar nicht. Versuche ich das nochmal von da. Na? Ich glaube, ich probiere das alles nochmal von dem anderen Dach aus. Ja, komm. Ja, sehr schön. Hier komme ich nicht so richtig hoch. Mal auf die andere Seite schauen. Nee, hier gibt es gar nichts. Auf ihr Himmel. Ich
Es geht jetzt hier darum, nur unbemerkt, einigermaßen unbemerkt hier hochzukommen. Boah, der ist aber auch umgeben hier von... Von wer weiß... Alter Falter! Es sind ja hier, wer weiß wie viele. Oh, kann den mal jemand ausstellen, bitte? Seine Werke sind vollkommen. Denn alles, was er tut, das ist recht. Treu ist also ich werde es, so wie es aussieht, werde ich es nicht schaffen, alle Bogenschützen auszuschalten. Und wahrhaftig ist er. Das verkehrte und böse Geschlecht hat gesündigt wieder. Und ich weiß nicht, ob die mich sehen. Sie sind Schandflecken und nicht seine Kinder. Dankst du so dem Herrn, deinem Gott? Du tolles. Ach komm, Ezio, da wirst du doch wohl jetzt mal hoch. Ist er nicht dein Vater und dein Herr? Ist's nicht er allein, toll. Der dich gemacht und bereit? Echt geile Position irgendwie, das ist echt super. Na klar, freilich. Na klar, er lässt sich da einfach wieder runter. Komm du auch noch her, komm. Er geht so schön zielgerichtet. Komm, komm. Ja, dreht sich erstmal zu allen Seiten um. Wo ist denn mein Partner? So, wo ist er denn? Da oben? Wie soll ich da denn hochkommen? Was meint ihr? Die vielleicht noch? Hier so rüber. Ah, hier so rüber. Schafft er das? Das schafft er doch nicht. Ja, geil. Ich wäre jetzt gern... Oh nee, ich glaube, da muss ich hier komplett rum einmal. Ich glaube, die Folge wird länger. Also das, den zu töten, das dauert eine Weile. Ja, stimmt. Hier war ich vorhin. Aber da haben die mich gesehen. Ich habe hier ein kleines bisschen die Orientierung verloren, mit wie die ganzen Gebäude hier... miteinander verbunden sind. Ich hoffe, ich habe das jetzt nicht zu umständlich gemacht. Ja, sehr schön. Oh, der sieht mich. Nee. Nee, 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 nein, 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 nein. Sehr gut. Okay. Wir sind doch schon mal ganz gut. Aber wenn ich jetzt einen runterwerfe, sehen die das wieder. Noch kann ich ihn nicht. Boah, am Hosenbund. Runtergezogen am Hosenbund. Sehr schön. Ich glaube, der dreht sich nur ein paar Mal um. Und dann sind da noch drei. Ich weiß noch nicht, wie ich es mache. Ob ich da dann einfach darüber springe oder ob ich die noch oder... Eigentlich könnte ich auch darüber laufen, dann da dann versuchen, da hochzukommen. Ich bin mir noch unschlüssig. Wenn ich jetzt hier einfach wieder darüber mache und über dieses Seil hochgehe, da komme ich ja auch hier hoch. Könnte ich es vielleicht sogar schon schaffen? Wow, 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 wow. So. Ja. Noch läuft es gut. Ich warte nur ab, bis ich entdeckt werde. Oh Mann. So. Es ist halt... Ja doch, er müsste hier hochkommen. Er müsste hier ganz bis hochkommen. Das sieht gut aus, Leute. Das sieht gut aus. Ich glaube, ich brauche jetzt nicht alle anderen umgehenden Schützen jetzt noch besiegen. Also das wäre zu viel Arbeit, wenn ich schon auf die Karte gucke, wie viele das sind. Wow. Jawohl. Komm, bleib stehen. Halt. Halt. Ach, den kann ich so gar nicht. Den kann ich...
Den will er gar nicht. Okay, den möchte der Ezio nicht mit runterziehen. Es wäre auch ein bisschen zu schwierig. Mit einer Hand, gut, ich meine, wir sind ein Assassin. Oh Gott. Ja. Was bist du denn? Was ist mit ihm denn? Er war das Ziel. Ist einfach runtergekommen. Zeig dem Tod ein wenig Respekt, mein Freund. Dir zeige ich Respekt. Nein, das werde ich tun. Lass deinen Körper und deine Seele nun endlich ruhen. Requiescat in pace. So, Leute, kurzer Cut an der spannendsten Stelle. Sehr gut. Oh, nee, das, ich wollte da eigentlich... Hier, den kannst du gerne da... Okay. Habe ich auch kein Problem mit. Ja, wir haben den lieben Maffei, den Beta Maffei, den haben wir einfach mal so zur Strecke gebracht. Mensch, Ezio, jetzt stell dich mal hier nicht so an. Wie komme ich denn hier runter? Das war ja auch irre, der ist hier einfach runtergesprungen, hat sich dann gedacht, so, jetzt komme ich meinem Ende mal ein bisschen entgegen. War ja sehr nett von ihm. Ich habe das begrüßt, herzlich. Und ich hätte jetzt nicht gedacht, dass wir da so schnell durchkommen, innerhalb von 10, 12 Minuten. Also ging ja ziemlich schnell. Gerechtigkeit! Ah, nee, geh weg, komm! Oh. Hier, du kannst hier... Tyrannen. Was da haben wir denn da? Ja, hat die Laute fallen gelassen. Ich bin ein Glückspilz. Oh, welch Glück. Hat euch mein Lied nicht gefallen, Signore? Und Gold. Oh, wo ist denn dieser Steckbrief? Ich suche den Steckbrief, aber ne, gut, okay. Dann gehen wir halt einfach so weiter. Hier liegen noch meine Machenschaften. Sehr gut. Ja, was ist denn hier so, was gibt es denn hier noch so Schönes? Ein Auftragsattentat, da können wir da vorne auch noch eins machen, das muss ich jetzt eigentlich nicht unbedingt, ja, nee, ich würde sagen, wir machen mit der Hauptmission weiter, oder? Gehen wir hier lang, holen uns den Aussichtspunkt noch und dann machen wir die nächste Attentats... Also die nächste Hauptmission. Die Hauptattentatsmission. So. Kann man hier einfach über die Mauern drüber? Anscheinend ja. Das ist das Einfachste. Sehr schön. Ach, ich breche mir nicht den Hals. Wenn dann gleich alles... Nee, er hält sich nicht fest. Na gut. 200 Meter, das... mache ich das mit dem Pferd? Ja. Komm, wir sind faul. Wir sind doch Pferdeliebhaber. Pferdeflüsterer. Nee, das klang so falsch. Hier. Ja, wäre schon gut, wenn du aufsteigst. Gut. Ach komm, beweg dich. So, über diese wunderschönen, endlosen Felder reiten wir in unser Glück. Was der hier so macht, weiß er selber nicht. Ach nee, das ist so ein Samenbestreuer, eine Samenbestreuerin. Oh Gott. Es wird auch nicht besser in dieser Episode. Den Aussichtsturm, den nehme ich unbedingt noch mit. Sonst bin ich ja hier blind wie ein Goldfisch. Aber danach geht es gleich weiter mit der Hauptmission. Wunderschöner Ausblick. Ach ja, herrlich. Ach Mann, was gibt es hier denn? Oh, cool. Oh, das ist ja echt cool. Ach hier, das ist der Platz, wo ich den, wo ich den davor getötet habe? Nein. Doch. In was habe ich mich da fallen lassen? Was ist denn das?
Blüten oder Raps oder was ist das? Naja. Ja, ich weiß nicht, ob das an dem PC liegt oder ob das an dem Spiel liegt, aber das lädt immer alles noch so ein bisschen nach, besonders die... Besonders wenn ich hier so in die Ferne schaue über diese endlosen Felder, dann lädt schon, dauert das einige Zeit, bis das auch nachlädt. Ich finde das jetzt nicht so schlimm, da gibt es wieder hier Leute, drüben, die mängeln darum, Wir haben Erzbischof Salviati aufgespürt. Er hat sich in dieser Villa verbarrikadiert. Nehmt einige meiner Leute, nutzt sie, um das Feld zu räumen. Dann findet einen Weg über die Mauer, damit ihr das Tor öffnen könnt. Ah, meine eigene Armee befehligen. Das ist mal eine Abwechslung vom heimlichen Erdolchen. Das mag ich. Die Wachen der Villa mit Hilfe von Mario sollten überwältigen und Francesco Salviati eliminieren. Das ist der letzte auf unserer Liste. Ich muss gerade eben hier, Entschuldigung. So. Akzeptieren. Wie benutzen Sie, um einen Gegner zu erfassen und drücken Sie... wie erfasse ich den? Was war das für ein Symbol? F? Ja, F. Na, den will ich nicht. Der hilft mir gegebenenfalls, wenn das Geld stimmt. Den will ich nicht... bezwingen. Oh, Junge. Oh. Oh, Junge. Diese Mauern haben 100 Jahre gestanden. Los, los. Ganz ehrlich, alle verrückt. Oh, den kann ich anscheinend nicht. Einfach so. Ja, Ezio, komm. Das ist doch deine Spezialität. Das hätte ich jetzt nicht kommen sehen, dass hier einfach so die Wachen ankommen. So. Aber diese Söldner, die sind schon praktisch. Wenn sie mir nicht zwischendurch reinplappern. Wie hat er das gesagt? Ich soll die ablenken? Ich würde eigentlich gern... Oh, hier. Guck mal. Da sind sie auch schon. Ja, ich würde gern da... Kauft mir ein wenig Zeit. Für den, der mir seinen Kopf bringt. Ja, das ist schön. Während die kämpfen, kann ich hier einfach feige mich ein bisschen durchmetzeln. Den Großen, den holen wir uns auch gleich. Oh. Oder auch nicht. Jetzt. Das ist sehr praktisch, diese Söldner. Das ist... Das ist super. Ich weiß nicht, ob das vom Spiel so gedacht ist, aber... Zack. Ich hol mir die einfach raus. Einen nach dem anderen. Sehr schön. Ich besiege hier einfach alle. Ich mähe hier einfach durch. So einfach ist es. Keine Chance, dass wir euch da lang folgen, Chef. Sehr schön. Immer noch aus Land. Ihr dürft nicht hier sein. Geht nach. So. Da kann ich nicht lang. Cool. Ich kenne ihn. Ich bin mir sicher. So, wer hat mich jetzt schon wieder? Halt, mein Freund! Auf ein Boot! Nur davon kann ich nicht. Hab ich schon gesehen. Transporter verkauft. Fasst ihn! Hä? Er macht es einfach nicht. Die Straße ist ihm ein bisschen zu eng. Den will er auch nicht angreifen. Doch, jetzt. Ja, ich will die mal wenigstens noch weg haben, damit ich meine Söldner zu jeder Zeit bereit habe. Ja, wie gesagt, das wird ein bisschen längere Folge. Mal schauen, wie ihr es hier rüber schafft. Das würde mich jetzt... Das wundert mich jetzt. Wow.
Zeitmänner! Der Assassine ist da! Ich muss irgendwie das Tor öffnen. Oder ich werfe dich! Er ist hier! Halt! Irgendwie das Tor öffnen? Na gut. Ich habe euch gewarnt, Assassine! Ja. Ihr hättet besser zugehört! Ich bin ja sowas von lautlos. Oh Mann, hier sind echt viele. Oh, hier sollte ich vielleicht doch ein bisschen aufpassen. Noch ein Toter in dieser Schicht. Welcher Teufel treibt hier sein Unwesen? Hat jemand etwas gesehen? Ich glaube, ich sollte ursprünglich von woanders rein. Ich glaube, ich sollte eigentlich hier... Ach, egal. Ich glaube, den schaffe ich nicht mehr so. Ja, spätestens jetzt haben sie mich sowieso alle gesehen. Das ist mir aber alles irgendwie ein bisschen egal gerade, weil... Wen mähen die jetzt sowieso alle nieder? Genau so wird's gemacht. Ihr Templer, ihr singt alle das gleiche Lied. Denkt ihr, ein paar Söldner machen mir Angst? Ha! Ein paar Söldner vielleicht das nicht, aber ein ordentlicher Assassine wäre natürlich schon Angst. Oh geil, der Move war hart. Das ist ein toller Plan. Unsinn erzählen, den ihr eure Männer in den Tod schickt. Ach, das ist er schon. Das hab ich gar nicht gerafft. Wo ist Jacopo? Er weiß, dass ihr ihn sucht. Er kommt nur in der Dunkelheit, um die anderen zu treffen. Das ist die Antwort auf wann. Jetzt zum Wo. Der Glaube sollte Trost bringen. Nicht Schmerz. Requiescat in pace. Löst den Konflikt, um die Mission zu beenden. Ja, nichts leichter als das. Was ist mit dir? Lasst mich einfach gehen, bitte! Verschont mich! Bitte tut es nicht! Von mir aus, dann hau halt ab. Wer sah, was hier geschah? Sehr gut. Wir haben die Hauptmission erledigt. Wir haben 4 Leute zur Strecke gebracht, die da hinter dieser Verschwörung mit drinnen gesteckt haben. Mit in dieser Verschwörung. Und ja, ich würde sagen, wir waren damit doch recht erfolgreich. Gut, okay, ich glaube, das letzte jetzt, das war schon ein ziemliches Gemetzel, da bin ich halt einfach durchgegangen. Aber naja, wenn der Part halt nun mal nicht so lange gehen soll, dann muss man da auch mal durchziehen. Gut, ich würde sagen, in der nächsten Folge machen wir weiter mit der Hauptmission. Ich merke ja, dass ich richtig gut drauf bin, auch von den Fähigkeiten her noch. Ich kann das hier noch alles, auch wenn die Aufnahme schon wieder länger her ist. Aber... Ja, wunderschöne Schlussworte. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Part wieder bei der Hauptmission. Bis dann.